Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Referat zu Augmented Reality und TOF-Kamera. Ich durfte darüber meine Masterthesis machen und habe mir einfach gedacht, Apple, Microsoft, Facebook und Co. werfen tausende Ingenieure und Millionen von Dollar gegen dieses Problem. Wie schwierig kann es sein? Dazu ist TOF-Kamera eine relativ neue Technologie, die auch so langsam in den Bastelmarkt kommt mit einer TOF-Kamera, die auf einem Raspberry Pi läuft. Also dachte ich, das kann man gut kombinieren. Angezeigt wird das Ganze in Wolken. Hätte auch OpenGL nehmen können, aber in Wolken fühle ich mich wohl. Hier ist mal das Curriculum. Ich will zuerst einmal alle auf dieselbe Page bringen. Was ist Augmented Reality überhaupt? Dann das Konzept. Wie ist es ausgeführt? Was ist ein Time-of-Flight-Sensor überhaupt? Am Ende brauchen wir mehrere Datenquellen. Wir machen Sensor-Fusion damit. Ich nutze eine IMU als zweite Datenquelle. Und am Schluss wird das Wolken-Display behandelt. Augmented Reality ist im Grunde genommen einfach ein Verbessern der echten Welt mit digitalen Daten. In einem primitiven Fall ist das bereits ein Heads-up-Display in einer Kamera. Hier, das muss nicht einmal dreidimensionale Informationen beinhalten. Im Falle dieser Digitalkamera reicht es schon, dass das Auge des Tieres überhaupt entdeckt wird und darauf wird fokussiert. Eine vielleicht verbreitetere Art von Augmented Reality ist die Nutzung von Smartphones oder Tablets. Mit Apple Arcade und Google und Microsoft haben da auch ihre Toolkits dafür. Hierbei wird bereits dreidimensionale Information, also eigentlich Tiefeninformation der Szene verwendet, um diesen Pfeil dreidimensional hineinzurendern. Die Königsklasse aktuell von Augmented Reality ist meines Erachtens die HoloLens. Hierbei ist die Idee, dass man einen virtuellen Monitor in sein Sichtfeld projizieren kann und mit seinem Arbeitskollegen kommunizieren kann, während man physische Arbeiten durchführt. Dieses System hier benötigt noch zusätzliche Sensoren, um die Augenposition genau zu tracken. Das war mir doch ein bisschen zu hoch, weswegen ich mich auf Stufe 2 gegeben habe. Hierbei ist ein Kamerakopf mit einer RGB-Kamera, einer TOF-Kamera, welcher an einem NVIDIA Xavier Processing System angeschlossen ist, und dieser gibt auf ein reguläres Büro-Display aus. Die RGB-Kamera sorgt für den Viewfinder, und innerhalb von diesem Viewfinder mache ich eigentlich wie Microsoft ein virtuelles Display, auf dem ich irgendetwas anzeigen kann. So sieht das Ganze dann in Hardware aus. Links das Schema, die TOF-Kamera auf einem Raspberry Pi montiert, mit einer 1+C to USB Bridge, die IMU. Und hier noch eine normale Raspberry Pi Kamera mit FPD Link 3 am Xavier Modul angeschlossen. Das Ganze ist auf einer Sperrholzplatte aufgebaut und ist mit einem normalen Kamerastativfuß ausgestattet, sodass das einfach bewegt werden kann. Wir haben drei Stufen in einem Augmented Reality System. Zuerst brauchen wir einen Data Input,
In diesem Fall schaue ich die TUF-Kamera mit dem ganzen Processing an. In der Mitte, in blau, haben wir die Sensor Fusion mit einem Kammerfilter. Und ganz am Schluss muss das Ganze noch angezeigt werden. Eine TUF-Kamera. Eine TUF-Kamera ist eine Kamera, die auf jedem Pixel die Distanz zur Oberfläche in der echten Welt misst. Die sind schwarz-weiß, Infrarot. Und man sieht jetzt im oberen Bereich, diese TUF-Kamera bietet ein normales Infrarotbild. Und im unteren Bereich sozusagen ein Farbkanal bildet es die Distanz zum jeweiligen Punkt ab. Wir sehen hier auch, wie man es nicht allzu gut, in dunklen Bereichen rauscht es extrem und das liegt so ein bisschen daran, wenn das ganze Infrarot absorbiert wird, bounzt nichts mehr zurück, man kann die Distanz nicht mehr messen. Aber im Prinzip reicht uns diese Information, die wir hier bekommen. Als allererstes müssen wir die Linse korrigieren, weil wir wollen dieses TUF-Kamera-Bild wollen wir in die echte Welt rübermappen und dafür müssen gerade Linien gerade sein. Und hier sehen wir die Linie hier, die ist nicht gerade. Dafür habe ich OpenCV angewendet, eine Lookup-Table extrahiert, in CUDA implementiert und ziehe das kurz ab, muss das Bild dafür beschneiden, weil es so diese Kissenform gibt. Und wenn wir das gemacht haben, sehen wir das untere Bild, wo immerhin gerade Linien gerade sind. Auf dem Distanzbild haben wir ein anderes Problem. Im Distanzbild sehen wir einen Bildpunkt in der Distanz ist weiter weg von der Kamera als in der Mitte des Bildes, obwohl die Wand flach ist. Das müssen wir anders korrigieren, indem wir so eine Lookup-Table einbauen. Das ist ein einfaches Kalibrierbild. Man richtet die TUF-Kamera auf eine flache Wand und nimmt ein Referenzbild, zieht das Ganze ab, mit dieser schönen Formel, und dann haben wir die Lookup-Table dafür. Jetzt wollen wir diese Informationen nutzen, um eine Motion, Frame by Frame, aus der TUF-Kamera zu extrahieren, weil wir mit der TUF-Kamera mit der tiefen Information genug Information haben, um eine steife Bewegung, eine rigid motion zu extrahieren. Für uns Menschen ist es relativ einfach, das zu sehen. Wir haben hier auf dem oberen Bild, der Korpus hier ist weiter rechts, er ist für das untere Bild nach links gerutscht, es muss ein Kameraschwenk nach rechts gewesen sein. Aber der Computer braucht ein bisschen mehr Kontext. Also nutze ich hier eine SIFT Feature Extraction und lege die mal aufeinander. Und dann sehen wir da, auch hier, für den Menschen ist es relativ einfach. Die alten Features sind da eher rechts, die neuen Features sind da eher links. Es muss ein Kameraschwenk nach rechts gewesen sein. Wie immer, der Computer wird daraus immer noch nicht ganz schlau. Wir brauchen gematchte Features. Und wer schon mal Panoramas matchen wollte, merkt, Brute Force Matchers sind nicht gerade die besten Matchers. Aber SIFT Features haben zusätzliche Metriken, nicht nur die Position, sondern auch Edgeness, Sharpness. Und darauf läuft schlussendlich der Brute Force Matcher und versucht, optimale Paare zu finden. Wir sehen hier in diesem Mikado-Haufen, es gibt da ein paar gute Matches. So, die gehen da so alle in die gleiche Richtung und folgen prinzipiell dieser gleichen hier unten.
Es ist eine Rotation und eine Translation, also eine Rotation und Verschiebung. Diese können wir herausfinden, indem wir zuerst einmal das Ganze ins 3D nehmen. Wir können dafür die TOF-Information nehmen und eine Punktwolke erstellen. Wir nutzen damit etwas, was man mit der Standardfotografie nicht hat. Wenn wir das anwenden, kommen wir auf solche Punktwolken. Und ich habe hier drin zwei Beispiele. Die grünen, das sind gute. Und die roten sind drei schlechte. Was heißt das? Ich nutze den RANSEC-Algorithmus, das heißt Random Sample Consensus. Ich nehme zufällig drei Punktpaare und rechne darauf die Motion aus, die zwischen diesen Paaren liegt. Wenn ich jetzt drei Punktpaare erwische, die korrekt gematcht wurden, erhalte ich eine Rotation und Translation, die auf die gesamte Wolke passt, also auf die beiden Wolken. Wenn allerdings nur schon eines dieser Features falsch ist, dann bricht die ganze Mathematik zusammen und das Resultat passt nicht auf die Wolke. Dafür extrahiere ich mal diese drei Punkte. Und wir haben hier, das sind zwei X, das sind die Zentroidpunkte von diesen Wolken, von diesen drei Paaren. Dafür zentriere ich die mal. Und nur schon hier sehen wir eigentlich, dass das ist eine Rotation da. Die dunkleren Punkte gehen in die helleren über. Jetzt können wir lineare Algebra anwenden. Dafür machen wir eine Kovarianzmatrix, eine Singular Variable Decomposition oder Singulärwertzerlegung, wie es in Deutsch heißt. Und die Singulärwertzerlegung hat den Vorteil, dass man, wie jede Matrix besteht fundamental aus zwei Rotationen und einer Streckstauchung. Und wir sind hauptsächlich an den beiden Rotationen interessiert. Die Streckstauchung ist ein Fehler. Von diesen Werten können wir schlussendlich die Rotationsmatrix ausrechnen und zusammen mit der Rotationsmatrix und den zuvor berechneten Zentroiden können wir die Translation ausrechnen und wir haben so ein Resultat. Jetzt können wir das mal austesten, ob das passt. Hier ein einziges Match ist falsch. Und das heißt, diese Resultatlinien, die passen hier nicht auf die Wolke. Hier oben sieht man es am besten. Wenn jetzt allerdings alle drei Features passen, dann sieht das Ganze so aus. Und hier geht es wirklich vom Schwarz zum Blauen. Und zwar eigentlich im ganzen Bild. Das heißt, wir müssen pro Frame in dieser Implementation bis zu 512 Mal parallel diese ganze Singular Variable Composition durchführen. Und so kommen wir auf ein brauchbares Resultat. Dieses Resultat können wir nun nutzen, um die guten Matches aus den Brute Force Matches zu finden. Diese Matches werden dann wieder in eine Kovarianzmatrix geladen, alle zusammen, wieder der ganze Algorithmus durchführen. Wir kommen auf eine noch bessere Rotation und Translation und darauf matchen wir dann, wir verwerfen alle Brute Force Matches und nutzen nur die Rotation und Translation von diesen Paaren für ein Rematching und so haben wir hier massiv mehr Punkte, die dann korrekt gematcht wurden. Auf diesen Punkten wird erneut dieser Algorithmus gemacht und so habe ich das Optimum von einer Frame-zu-Frame-Steifenbewegung, Rotation und Verschiebung.
Hier noch eine kurze Zusammenfassung, wie das funktioniert. Mir läuft ein bisschen die Zeit davon. Daher, ich nehme an, der ganze Foliensatz wird am Schluss zur Verfügung gestellt. Ihr könnt das nachher nochmal nachlesen. Hier die Resultate. In blau haben wir ein, das ist für Rotation. Der Kamerakopf wurde in verschiedenen Richtungen gedreht und gegen das Gyroscope getestet, der auf demselben Kamerakopf liegt. Beide Systeme geben eine Rotationsgeschwindigkeit aus. Das heißt, eigentlich müssten die Linien aufeinander liegen, wenn wir kein Noise haben. Man sieht hier, grundsätzlich folgt die TOF-Kamera dem Gyroscope ziemlich gut, aber sobald wir hier diese Bewegung machen, haben wir hier ein bisschen mehr Noise und auch diese Bewegung sorgt hier für Noise. Das liegt in der Natur der tiefen Auflösung. Microsoft nutzt 1 Megapixel auf einer TOF-Kamera, wir haben hier 0,1 Megapixel. Für die Translation habe ich den ganzen Kamerakopf mal so bewegt und wieder zurück und dann langsam nochmal und noch und wieder zurück. Und das Ganze in 2 Richtungen. Und hier sieht man die schnelle Bewegung vor und zurück, die langsame Bewegung vor und zurück. Und Noise Hikers machen da so ein bisschen Probleme. Aber im grundsätzlichen Proof of Concept würde ich sagen, das funktioniert in beide Richtungen. Dann nochmal Recap. Wir sind jetzt hier. Wir haben eine Rigid Motion, die wir direkt mit einer IMU vergleichen können. Das wollen wir jetzt fusionieren, weil wir ein gutes Augmented Reality System noch mehrere Daten bringen. Ein Kalman-Filter ist ein Predictor-Corrector-System. Predictor-Corrector heißt eigentlich, man hat ein Modell, man bildet das Ganze in einer Matrix ab, gibt diesem Modell auch einen Noise, das sehen wir hier unten, das ist das White Noise Model, welches darauf angewandt wird. Ich nutze hier als Beispiel einfach mal eine Dimension von Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Die sind direkt mit zeitlichen Ableitungen miteinander verknüpft, was so in das Modell hineinfließt und das ist prinzipiell in der Literatur nachzulesen, wie das funktioniert. Und in jedem Zeitschnitt, mit jedem Frame, wird mal geschaut, wie sah die Bewegung vorher aus, wohin geht die Reise ungefähr. Und sobald die Prediction gemacht wird, schaut der neue Sensordaten an und berichtet daraus, wie stark müssen die neuen Sensordaten einfließen. Wie verlässlich sind wohl die neuen Sensordaten gegenüber der Prediction? Weil die Sensordaten haben auch Noise, das ist auch abgebildet in diesem System. Und so haben wir eigentlich die ganze Zeit gaussische Wolken, die da irgendwie sich gegenseitig zusammenrechnen und auf ein Optimum losgehen. Wie das hier so funktioniert, sehen wir. Da haben wir die Prediction in Rot, in Blau das Noisy Measurement und der Common Output, der pendelt da so dazwischen durch und kommt erstaunlich nahe an den wahren Wert, weil der Common Filter in sich mit Feedback Loop eigentlich lernt. Wenn man das Ganze zusammenhaut in 3 Dimensionen für Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung in X, Y und Z, sowie mit Rotation, also beziehungsweise aktueller Orientierung und Rotationsgeschwindigkeit, kommt man auf diese 17x17 Matrix, wobei dieses Ding hier da drin nicht mehr wirklich lineare Algebra ist, sondern das ist die Quaternionen-Multiplikation in Matrixform. Ja, wir haben dort eine Invertierung
und 17 mal 17 Matrizen will man nicht invertieren. Also der Kalman-Filter bietet auch an, dass man das Ganze einzeln nacheinander verkettet. Ich habe da alles mit 4x4 Matrizen gerechnet. Dann musste ich die Inversion nur einmal programmieren und konnte da das Ganze so schön zusammenketten. Was Gyroscope, Rotation, dann Orientierung über Accelerometer wurde auch noch eingebaut. Das ganze Gravitative musste korrigiert werden. Und am Schluss werden Acceleration und die TOF Velocity zusammengerechnet. Das Ganze sieht für Rotation so aus. Da haben wir auch wieder, wie vorher, diese drei Bewegungen. Und der TOF-Output für die aktuelle Orientierung ist hier unten. Zuerst eine Achse rotiert, wieder zurück an den Ursprung, dann die andere Achse rotiert, zurück an den Ursprung und dann die dritte Achse rotiert, zurück an den Ursprung. In der Demonstration sieht man, das funktioniert tiptop. Probleme gibt es bei der Position, und zwar ist das nicht mein TOF-Kamera-Algorithmus, der das Ganze ins Verderben stürzt, sondern der IMU von mangelnder Qualität und Hysterese. Wenn man den einmal dreht und wieder zurückdreht, geht man nicht auf Null. Und das führt dazu, dass hier die doppelte Integration der IMU ins negative Unendlichkeit sich verliert, was den Output des Kalman-Filters verschlechtert, massiv verschlechtert, sodass eigentlich die einfache Integration der TOF-Kamera besser ist als der Kalman-Filter-Output. Hier haben wir nun sämtliche Daten fusioniert. Und jetzt muss man das noch mal anzeigen. Ich nutzte dafür Vulkan. Hat jemand schon mit Vulkan gearbeitet? Dieses kleine Dreieck hier, das anzuzeigen, braucht etwa 900 Zeilen Code. Weil man wirklich die ganze Kette selbst aufbauen muss, Swapchain, und es gibt wunderbare Kontrolle über die Hardware, und wo Kontrolle gegeben wird, muss man alles selber machen. Dieses Viereck, welches ich dann als virtuellen Monitor nutze, ist definiert als vier Punkte in Local Space, und Vulkan erwartet dann drei Matrizen. Die erste Matrize verschiebt das Objekt in Object Space. Die zweite Matrize sagt, wie wird das Ding angeschaut. Und die dritte Matrize sagt dann auch, ja, wie ist die Optik, also was ist das Field of View. Und wenn man das dann so anwendet, wir können mit der View-Matrix können wir steuern, wo ist die Kamera. Und genau das ist die Matrix, die wir vorher im Kalman-Filter berechnet haben. Und mit dieser View-Matrix können wir dann sagen, jetzt verändere ich den Kamerawinkel und die Kameraposition, und das Viereck verändert sich so. Und wenn ihr Fragen habt, hier unten ist ein kleines Demo-Bild. Leider hat es nicht gereicht für eine Hardware-Demo, aber ja. Wenn ihr Fragen habt, stehe ich zur Verfügung.